Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren vom EA Creator Network präsentierten Apex Legends Season 14 News Update. Heute geht es wie versprochen um die neue Legende Vantage. Und wer jetzt denkt, Mensch, wir kennen doch eh schon alles von Vantage, der irrt gewaltig. Aktuell kursieren Gott sei Dank trotz mega vieler Leaks gewisse Informationen über die Legende nicht. Über den Schaden kursieren Gerüchte, aber die Leaks stimmen bei weitem nicht. Kann ich schon mal sagen, dass Vantage eine absolute Damage oder ein absolutes Damage-Beast ist. Die ultimative Fähigkeit birgt etwas, was keine andere ultimative Fähigkeit jemals hatte. Und genau deswegen ist dieses Video so wichtig. Zieht's euch bis zum Schluss rein. Das Beste kommt zum Schluss. Let's go, wir fangen mit der passiven Fähigkeit an, nennt sich Spotter Lens, ist mittlerweile schon so ein Stück weit bekannt, auch aus den Trailern. Wir visieren einen Gegner an. Du musst nicht mal ein Visier auf deiner Waffe haben, weil du hast ja dieses ausklappbare Visier, egal wie weit weg der Gegner ist. Du siehst Informationen über die Legende, also was ist es für eine Legende? Du siehst einen Namen, du siehst die Entfernung und du siehst die Körperschilde des gesamten Squads. Das erste Körperschild ist immer gehighlightet. Ich mache euch einfach mal diesen Part an. Wir sehen jetzt hier eine Mischung aus der passiven Fähigkeit und der ultimativen Fähigkeit. Also wundert euch nicht, warum da jetzt hier 5 Bullets an der Seite angezeigt werden. Weiter hat die passive Fähigkeit für Waffen mit einem Longshot-Visier, also Sniper-Visier, noch ein Bullet-Drop-Indikator. Was genau das bedeutet, können wir nur erahnen, wie das aussieht, kann ich leider nicht beantworten. Ich habe es nur aus dem Stream in den Fragerunden so rausgehört. Was auf jeden Fall sehen wir hier? Also der Gegner wird anvisiert. Es hätte jetzt nicht die ultimative Fähigkeit in dem Fall sein müssen. Es hätte auch eine 99 mit einem Einfachvisier oder ohne Visier sein können. Wir hätten jetzt gesehen, dass das ein Gibraltar ist. Wir sehen oben den Namen. Wir sehen gehighlightet dieses Viereck. Wir sehen, dass es 35 Meter sind, die der Gibraltar weit weg ist. Und wir sehen, dass das Squad noch komplett voll ist. Gibraltar ist der erste mit dem weißen Schild. Die anderen beiden Schilder, blau und lila, wissen wir leider nicht, welches der Squadmates das ist. Wir erkennen einfach, um der Verwirrung aus dem Weg zu gehen, das erste Body Shield ist ein bisschen größer als alle anderen, um einfach zu wissen, alles klar, das ist das Körperschild von dem, den wir gerade anvisieren. Und jetzt kommt das Beste, die passive Fähigkeit birgt noch etwas mit einem, und das ist echt krass, mit einem einzigen Ping jetzt auf Gibraltar geben wir die Information an unsere Mates weiter. Was wir da sehen, Squadgröße und so weiter und so fort, und das finde ich schon saustark, gerade wenn du mit Randoms spielst. Jetzt mache ich das hier erstmal wieder weg und komme auf die taktische Fähigkeit Echo Relocation zu sprechen. Man dachte ursprünglich, dass Echo, quasi diese Fledermaus, ein bisschen mehr kann als nur dich repositionieren, sage ich einfach mal, und zwar Gegner tracken und so weiter, aber das Gegner tracken macht tatsächlich eine Sniper Rifle. Echo schicken wir einfach nur an eine gewisse Position, und wenn wir mit der Position zufrieden sind, können wir mit unserem Jetpack dorthin bewegen. Das soll alles relativ laut sein, das geht nicht unbedingt sehr flott. Das heißt, OP dürfte das schon mal nicht sein. Also wir könnten sicherlich auch relativ easy aus der Luft weggeholt werden. Das dazu, mehr gibt es zu... Ach doch, ich habe gleich zum Schluss noch etwas zu Echo. Können wir Echo zerstören, also töten, ja oder nein? Und noch ein paar andere interessante Facts. Deswegen bleibt bis zum Schluss dran, es lohnt sich. Jetzt kommen wir zur ultimativen Fähigkeit. Und die ist wirklich meiner Meinung nach sowas von der Wahnsinn. Man könnte eigentlich davon sprechen, dass wir mit 3 Waffen rumlaufen. Es ist einfach mal Fakt. Wenn du mit Vantage rumläufst, brauchst du keine Sniper noch zusätzlich. Du hast deine Ulti. Wir müssen lediglich schauen, wenn ich euch das jetzt hier gleich alles erklärt habe, was die Waffe alles kann, wie einfach oder wie schwer ist die Sniper eben zu handeln. Ich erinnere hier an das 6-fach Scope. Das ist so schwierig zu handeln, das nimmt fast keiner mit. Hier müssen wir gucken, und da klärt sich wahrscheinlich erst, könnte die Legende vielleicht ein bisschen zu krass sein. Wir fangen an. Sniper Mark. Wir haben 5 Schüsse drin. Das sehen wir ja hier im Scope. Diese 5 Schüsse. Moment, ich drücke hier mal Pause. Und das bloße Anvisieren des Gegners
highlightet. Ihr seht es, dann erscheint hier an der Zipline, sehen wir jetzt Ash, und sie hat so ein abgerundetes Viereck. Das passiert durch das bloße Anvisieren mit der ultimativen Fähigkeit. Und wenn ich das richtig erkannt habe, triffst du die jetzt, wird Ash nochmal gehighlightet und das gesamte Squad wird ebenfalls gehighlightet. Und es könnte sein, das geht aber aus den ganzen Informationen, die ich habe, nicht hundertprozentig heraus, ob auch deine Teammates die Highlights sehen können. Ich gehe aktuell von ja aus und jetzt kommt der nächste Kracher. Hast du die Gegner gehighlightet? Machen automatisch in den 10 Sekunden, wenn du die Legende getroffen hast, in den 10 Sekunden, die dann gehighlightet sind oder markiert sind, wie wir es aus Apex kennen, machen auch deine Teammates ein bisschen mehr Schaden an den Gegnern. So, was gibt's noch zu erzählen? Jetzt kommt ein Hammer. In den Leaks ging hervor 20 Schaden pro Schuss. Das stimmt bei weitem nicht. Haltet euch jetzt einfach mal fest. Es sind 50 beim ersten Treffer und jetzt wird es richtig eklig. Beim zweiten Hit auf dasselbe markierte Ziel 100 Schaden für den nächsten Schuss. Und das ist einfach mal sowas von unglaublich. Und jetzt kommt genau das, was keine andere ultimative Fähigkeit vor Vantage jemals hatte. Das ist jetzt eigentlich das Verrückteste von der ganzen Legende. Achtung, hier muss ich vorher sagen, es ist in der Fragerunde, wurde tatsächlich erst die Frage überhaupt eröffnet. Wie funktioniert das denn? Wie oft kann ich die ultimative Fähigkeit rausholen? Kann ich zwei, dreimal schießen, packe die Waffe wieder weg? Das können wir, was aber viel krasser ist. Wir können jetzt theoretisch die 5 Schuss aufbrauchen. Dann lädt sich die Waffe wieder auf. Und wenn ich merke, oh, jetzt habe ich gerade 2 Schuss, ich bräuchte meine Sniper, holst du sie einfach wieder raus. Du musst nicht warten, bis 5 Schuss voll sind. Ist nur ein Schuss drin, holst du sie wieder raus, ballerst los. Und das finde ich unglaublich. Das Einzige, was ich aus dem Stream nicht raushören konnte, muss die ultimative Fähigkeit erst einmal komplett vollgelaufen sein, damit wir es erstmalig aktivieren können. Soweit ich das aber irgendwie gecheckt habe, muss es tatsächlich nicht sein. Das heißt, ein Schuss, wir können schon mal einen abgeben. Wartest du auf 3 Schüsse, holst die Sniper raus, so wie es die Situation gerade braucht, holst du sie wieder raus, schießt vielleicht ein, zweimal, packst sie wieder weg, sparst dir den nächsten Schuss, die Cooldown beginnt, die nächsten Schüsse laden sich wieder auf und so weiter und so fort. Und das ist krass. Das ist schon vom Erzählen mega heftig. Also jeder, der gerne sniped in Apex Legends, wird belohnt. Du musst definitiv mit Vantage keine weitere Sniper mehr aufheben. Du musst dich nicht entscheiden zwischen Longbow, Sentinel. Du hebst einfach deine Nahkampfwaffe auf, was weiß ich, eine RE45. Dann holst du dir vielleicht noch eine Flatline oder eine 301 aus dem Replikator. Und dann hast du noch einfach als dritte Waffe auf deinem Rücken einfach eine verdammt krasse Sniper-Rifle, die ihre Munition über Cooldown immer und immer wieder auflädt, bis du dir das Lachen einfach nicht verkneifen kannst. Und das ist heftig. Ich möchte jetzt mal wieder nicht über das Thema Overpowered reden. Denn wir wissen alle nicht, wie spielt sich die Legende, wie ist das Movement mit der Sniper, wie schnell ist das alles und ist das Handling mit dem Visier vielleicht doch nicht so geil, wie wir alle denken. Ich glaube aber, alles im Allen wird das eine krasse Legende und damit habe ich tatsächlich überhaupt nicht gerechnet. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wie immer in den Kommentaren. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.